Rheingauer Brettspieltreff, weil analoges Spielen Spaß macht. Hallo Brettspielfreunde. Bei den vielen Spielen, die jedes Jahr auf den Markt kommen, kann man logischerweise nicht jedes Spiel sich sofort holen, sondern man muss eine gewisse Vorauswahl treffen und einige Spiele dann eventuell erst später in die Sammlung holen. Ich habe heute so ein Spiel für euch. Ich möchte euch heute das Spiel Tutor vorstellen von Korax Games für 2 bis 4 Mitspieler ab 12 Jahren, das jetzt erst den Weg in unsere Sammlung gefunden hat. Wir sind bei dem Spiel Tutor am Hof von Heinrich dem VIII. Und wollen hier ja Prestige aufbauen, an gewisse Ämter kommen und dadurch Siegpunkte. Und wer das am geschicktesten und am besten macht, der ist dann am Ende des Spiels Sieger dieses Spiels. Ich habe hier den Spielplan für 2 bis 4 Mitspieler. Das sieht man hier oben in diesem Feld. Zu Spielbeginn wird einiges aufgebaut. Wir haben hier das Ringportal, wobei bei 2 Spielern hier nur 2 Reihen ins Spiel kommen. Dann gibt es hier sogenannte Staatskunstkarten, die entsprechenden Staatskunstblättchen mit den Farben und Motiven. Hier drunter haben wir Prestige- und Intrigenmarker, die man im Laufe des Spiels einsetzen kann. Und dann, ganz wichtig, wie bekommt man Siegpunkte? Da gibt es 2 verschiedene Wertungskartensorten. Einmal hier mit so einem braunen Untergrund und einmal mit so einem hellgrünen. Für das erste Spiel wird hier vorgeschlagen, diese Wertungskarte zu nehmen. Da bekommt man am Ende des Spiels Siegpunkte, wenn man von den verschiedenen Startkunstblättchen die gleichen Sorten sammelt. Und hier bekommt man sofort Siegpunkte, wenn man auf den entsprechenden Reihen hier die Ämter erreicht hat, dann bekommt man hier gleich sofort die entsprechenden Siegpunkte. Dann haben wir noch eine Kartensorte, sogenannte Situationskarten. Auch hier wird diese Karte empfohlen für das erste Spiel. Da sieht man, wie viele Runden, ab welcher Runde man spielt. Ab 2 Spieler spielen wir hier ab 1533. Das heißt, wir spielen 1, 2, 3, 4, 5 Runden. Und es wird angezeigt, was wir bei den Intrigen bzw. bei den Prestigepunkten machen können. Ich möchte heute nur ganz kurz eingehen. Ich möchte euch nur einen kurzen Überblick geben, was bei diesem Spiel gemacht wird, damit ihr eventuell entscheiden könnt, ob das etwas für euch ist. Zu Spielbeginn bekommt jeder so eine Hand. Die wird so vor sich hingestellt und noch in seiner Farbe sogenannte Höflinge und einen Lord. Auf diese Hand darf jetzt jeder sich 2 Ringe stecken. Da man für diese Ringe diese Staatskunstkarten bekommt, darf sich jetzt jeder hier 2 Ringe ausruhen. Und für die Bewegung zu den Ämtern benötigt man Staatskunstkarten und die entsprechend farblichen Staatskunstblättchen. Deswegen sollte man sich also zu Spielbeginn hier entsprechend
die Ringe aussuchen, die hier in der untersten Reihe liegen, weil hier der Start für den Beginn des Aufstiegs ist. Also in unserem Fall grau, hellbraun, dunkelbraun und lila. Also würde sich dieser Spieler zum Beispiel lila und rot holen und hier auf seine Hand stecken. Spielt man mit der Erweiterung oder mit dem etwas fortgeschrittenen Spiel, dann hat man hier mit dem Platzieren der Ringe noch gewisse Möglichkeiten. Deswegen kommt es dann darauf an, wohin man diese Ringe platziert. Ich möchte euch aber nur den allgemeinen Spielablauf erklären, ohne diese Ringvorteile. Also jeder hat sich zwei solcher Ringe besorgt. Und jetzt ist der allgemeine Spielablauf so, dass man Höflinge hier erstmal auf die Wartestühle vor den Räumen stellt. Und unsere Situationskarte sagt uns, in der ersten Runde dürfen wir zwei Höflinge benutzen, ab der zweiten Runde dann nur noch einen Höfling. Also setzen wir hier die zwei Höflinge abwechselnd hier auf einen dieser Wartestühle. Das würde man zum Beispiel jetzt einmal so und einmal so machen. Hat jeder der Mitspieler die Höflinge gesetzt, dann kommen diese in die entsprechenden Audienzräume, werden alle hingesetzt und danach wird noch der Lord abwechselnd gesetzt. Und dabei ist zu beachten, in jedem dieser Räume gibt es zwei Aktionen, die man dann anschließend ausführen darf. Die Höflinge dürfen entweder die eine oder die andere Aktion machen. Der Lord hat die Berechtigung, beide Aktionen machen zu dürfen. Dementsprechend wird der dann dorthin gesetzt, wo welche Aktion man gerne machen möchte. Das Zweite, was zu beachten ist, die Höflinge dürfen nur dort die Aktionen ausführen, wo auch ein Lord sich befindet. Das muss nicht der eigene sein, sondern das kann auch ein gegnerischer Lord sein. Man setzt also den Lord hier auch auf einen Stuhl und wenn das jeder gemacht hat, dann beginnt der Startspieler, der hat hier diesen Startspielermarker und macht dann eine Aktion. Das muss nicht eine Aktion im ersten Raum sein. Das kann auch beliebig in einem beliebigen anderen Raum sein, wo der Mitspieler Höflinge oder einen Lord stehen hat, so wie er eventuell einen Plan hat, wie die beste Ausführung der Aktionen ist. Ich gehe auch jetzt gar nicht näher auf die einzelnen Aktionen ein, sondern ich möchte nur eine Aktion erwähnen. Und zwar gibt es hier die Aktion C und die Aktion E. Mit denen kann man Bewegungen auf diesen Weg zu den Ämtern hier machen. Und dazu benötigt man einmal Karten. Zu Spielbeginn hat ja jeder für seinen Ring die entsprechende Staatskunstkarte bekommen. Also dieser Spieler hat eine lilane und eine rote Karte und er schaut jetzt, wie kann er diese Karten in Verbindung mit den Plättchen nutzen. Und da hat er schon gesehen, hier gibt es ein lila Plättchen und anschließend auch ein rotes Plättchen. Und wenn jetzt hier in diesem Raum ein Lord stehen würde, könnte er hier diese Aktion C machen. Da darf er bis zu zweimal einen Höfling, ein Familienmitglied, bewegen. Dazu nimmt er einen der Höflinge, einen Familienmitglied aus seinem Vorrat, stellt den auf
an den Anfang einer Reihe und zieht jetzt und gibt jetzt die entsprechenden Karten ab. Einmal lila und einmal rot. Das heißt, er darf einmal hier hingehen und einmal hier hingehen. Dort ist sein Zug zu Ende und da, wo der Zug zu Ende ist, darf man sowohl das Blättchen sich nehmen, als auch in dem Fall jetzt das rote Blättchen und in dem Fall der Einflussmarker. Das Blättchen kommt hinter den Sichtschirm und wird jetzt verwendet, um im Laufe des Spiels hier diese Siegpunkte am Ende des Spiels zu bekommen. Und für den Einflussmarker muss sich jetzt der Spieler entscheiden, gibt er den Einflussmarker ab und nimmt sich dafür eine beliebige Karte hier von den Staatskunstkarten, oder hebt sich dieser Spieler diese Marke auf, weil am Ende des Spiels die Karten und die Marker addiert werden und derjenige, der bei der Addition dieser drei Dinge die meisten hat, der bekommt 5 Siegpunkte und bei 2 Spielern der zweite Spieler dann 0. Also dieser Spieler hebt sich diesen Marker auf für am Ende des Spiels. Das Blättchen, wo ein Mitspieler nur drüber gezogen ist, bekommt er auch und darf sich dieses Blättchen hinter seinen Schichtschirm legen. Der Marker bleibt aber liegen. Im Laufe des Spiels kommt jetzt also dann ein Mitspieler mit seinem Höfling hier auf das letzte Feld vor dem eigentlichen Ämterfeld. Dann darf er natürlich hier Blättchen und Einflussmarker nehmen und er geht sofort hier auf das entsprechende Amtfeld, bekommt die sofortigen Siegpunkte. In dem Fall wären das hier die 28 Siegpunkte und darf sich dann hier einen Ring aussuchen, den er dann im Laufe des weiteren Spiels dann nutzen kann. Sollte der ein Mitspieler jetzt hier auch auf dieses Feld kommt, dann kommt dieser Höfling des blauen Mitspielers dann in den allgemeinen Vorrat und der neue Mitspieler bekommt diese Siegpunkte und darf sich von demjenigen, der da steht, einen Ring aus seiner Hand nehmen. In den weiteren Spielrunden würden wir also jetzt dann am Anfang einer Runde zuerst hier den Rundenmarker weitersetzen, dann einen Höfling hier auf den Wartestuhl, dann kommen die entsprechenden Höflinge hier in die Räume, die Aktionen werden gemacht und nachdem also die letzte Runde absolviert wurde, gibt es dann noch diese kleine Endwertung und wer danach die meisten Siegpunkte hat, ist dann Sieger dieses Spiels. Ja, das ist soweit die Kurzvorstellung vom Spiel Tudor. Das Spiel ist von Korax Games für 2 bis 4 Mitspieler ab 12 Jahren. Viel Spaß!